Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zur zweiten Episode hier bei Sid Meier's Civilization 6, dem New Frontier Pass Royal Rumble. Ich habe keine Ahnung, ob ich diese Playlist überhaupt so nennen werde. Ja, ich habe mir noch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ich hatte gestern die erste Folge aufgenommen und wollte heute direkt die zweite hinterher aufnehmen. Ist diese Partie überhaupt noch zu gewinnen? Ist sie jetzt schon nach 29 Runden verloren? Der Start extrem beschissen. Eine Zweifeldinsel ohne Produktion, ohne Fluss. Man kann nichts machen. Es ist einfach richtig, richtig kacke. War die Entscheidung, hier auf Liang zu gehen, um eine Bonusladung zu bekommen für den Handwerker, die richtige? Hätte ich vielleicht auf Armani gehen sollen und hier schon die ersten diplomatischen Gunstpunkte sammeln sollen und Vision, wobei das können wir vielleicht immer noch machen. Ich denke, es ist eigentlich, also für den Start ist es eigentlich ganz okay gelaufen. Bei dem Gouverneur kann man sich natürlich streiten, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich groß hätte anders machen sollen, außer vielleicht die Forschung. Ich werde hier mal wechseln auf den Bergbau, glaube ich, weil hier können wir schon Wald abholzen, das heißt, wir könnten dann hier recht schnell den Campus draufbauen und das bedeutet wiederum, da wir ja auch gerade Richtung Australien segeln, dass wir hier den Bonus bekommen, das heißt, wir machen den Bergbau, dann die Schrift und dann die Astrologie, wobei dann würden wir wieder sehr, sehr lange brauchen, um überhaupt mit einem Siedler hier mal, das ist halt alles, müssen wir mal gucken, aber ich hätte gerne, also ich war am Überlegen, ob ich vielleicht eine heilige Stätte erst hierhin platziere. War ich so am Überlegen. Allerdings brauche ich ja eigentlich auch noch Platz für einen Regierungsbezirk und sind wir mal ehrlich, wo sollen wir den denn hierhin platzieren? Eigentlich müsste der ja dann hierhin. Die Astrologie brauchen wir eigentlich nur für den Hafen, der für uns wichtig ist. Aber eigentlich würde ich sagen, wir wechseln ganz spontan mal rüber zum Bergbau, weil wir müssen den Wald entfernen, weil genau hier will ich ja einen Campusbezirk hinsetzen. Und man könnte überlegen, ob wir hier einen, warte mal, können wir einen Regierungsbezirk, warte, war der Regierungsbezirk der, der neben dem Stadtzentrum platziert werden muss? Oder war das das Diplomatenviertel? Moment. Sekunde mal. Ich muss mal gerade etwas recherchieren. Nee, dann war das wahrscheinlich das Diplomatending, oder? Steht jetzt spontan auch nicht. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich meine mich irgendwie zu erinnern, dass Regierungsplatz oder Diplomatenviertel, irgendwas musste doch direkt neben dem Stadtzentrum gebaut werden. Oder ich vertue mich. Ich mache hier mal so eine Markierung hin. Ja, das bedeutet natürlich, da wir uns dann hier zwei Geländefelder kaufen werden, nämlich das hier und das hier, dass wir das Gold auch nicht für den Kornspeicher gleich raushauen werden. Das heißt, die 14 Runden bis zum 6. Bürger müssten wir noch durchhalten. Aber das ist eigentlich machbar. Wir gehen mal in Runde 30. Okay. Gut, unser Plan wurde gerade durchkreuzt. Jemand hat in Bandabune einen, die gute Diplomaten-Olle da reingesteckt. Geil. Das ist ja super. Fängt ja super an. Ist das hier eigentlich schon... Aha. Da ist ja schon jemand. Ladies and Gentlemen. Hi. Wir sehen ihn noch nicht. Das ist doch wohl... Wir sehen die Landesgrenzen von Australien. Ja, die Gottheit-KI, die relativ nah ist, möchte ich mal kurz anmerken. Das ist klar, ne? Die Gottheit-GI bekommt ja erstmal drei Siedler geschenkt oder so. Das ist natürlich, kann man mal machen. Großartig. Ich bin begeistert.
Okay, bevor ich gleich hier runter segel, ich würde mal gerne gucken, was liegt hier. Okay. Ich sehe schon, wir müssen sehr, sehr schnell sein. Wir können nicht wirklich viel machen. Das, oh Gott. Ja, super. Ja, dunkles Zeitalter kommt halt. Also, wir können uns auch schon mal mit dem dunklen Zeitalter anfreunden. Das ist großartig. Sag mal, zählt das hier nicht als Kontinente? Ach so. Das ist alles Ozean. Ja, geil. Ich dachte, das hier wäre dann. Ich dachte, Ozeanien und Australien wäre hier vielleicht getrennt. Gut, dann eben nicht. Wäre ja auch zu viel verlangt. So, können wir den Guten jetzt mal kennenlernen? John Curtin, I speak for the people of Australia as their Prime Minister. I seek sympathetic allies in the fight against the Hawks of War. The Hawks of War. Ja, zeig mir mal deine Stadt. Melbourne. Aha. Ja, wir haben den Heureka bekommen. Du hast gerade mal 7 Wissenschaft. Das ist gar nicht so viel mehr, mein Freund. Okay. Hi, Kollege. Gut. Ja, wir können ihm jetzt eine diplomatische Delegation schicken. Das sollte ich eigentlich wahrnehmen in der ersten Runde. Da ist der gute John Curtin. Ich segel mal hier gerade ein bisschen hoch, um hier noch zu. Jetzt schweigt dieser Vulkan. Organismen doch sehen CO2 nicht als Gift. Pflanzen und Organismen, die Schalen bilden und Korallen, sehen es als Baumaterial. Bin ich schon da? Wie klein ist denn diese Map bitte? Und wir haben einen Helden entdeckt. Hippolyta. Wenn dieser Held noch von keiner Zivilisation gebaut wurde, der dann ja exklusiv an diese Zivilisation gebunden ist. Ja, jetzt bräuchten wir ein Monument, ne? Was haben wir denn hier? Kriegerkönigin der Amazonen, bekannt für ihre Führungsstärke und Kampfkunst. Okay, die kann sich übelst krass heilen. Kann sich übelst schnell über Hügel bewegen. Zielt auf eine beliebige, freundlich gesinnte, angrenzende Einheit, stellt die Bewegung für diese Einheit augenblicklich wieder her. Einmal pro Runde einsetzbar. Okay. Wir haben Hippolyta entdeckt. Keiner hat bisher diesen Helden beansprucht. Was haben wir hier? Ja, ein Held hält immer für 30 Runden, kann pro Zeitalter einmal wieder geholt werden, aber nur von der Zivilisation, die den Helden dann auch hat. Und ich glaube, an der Stadt ist der Held dann auch gebunden, je nachdem, mit welchem Monument, aus welcher Stadt man den Helden dann geholt hat. 32 Kampfstärke ist ein sehr aggressiver Held. Ich glaube, die meisten Helden sind tatsächlich hier für den Kampf gemacht. Und wir haben noch eine Geheimgesellschaft entdeckt, den Hermetischen Orden. Das heißt, wir haben einen Gouverneurstitel. Ja, jetzt würde ich natürlich theoretisch bei Armani überlegen. Wir müssen mal gleich gucken, wie die Sache hier aussieht, weil da ist ja schon jemand. Aha. Interessant. Aha. Aha. Strebt ihr ebenfalls danach, die wahre Natur der Dinge zu verstehen? Okay. Ja, das sind auch schon mal einige Heureka-Momente, die wir hier jetzt gerade abgeklappert haben. Wir haben einen Helden entdeckt, wir haben eine neue Geheimgesellschaft entdeckt. Das heißt, wir haben auch einen weiteren Gouverneurstitel. Haben wir nicht? Hätten wir nicht gerade einen neuen Gouverneurstitel bekommen müssen, weil wir eine neue Geheimgesellschaft entdeckt haben? Ach nee, Moment. Für das Entdecken der ersten Geheimgesellschaft kriegt man einen Titel geschenkt. Und dieser zusätzliche Titel ist quasi für die Entscheidung, welcher Geheimgesellschaft trete ich quasi bei.
Und ich glaube, wenn wir hier dann weiter voranschreiten, pro Zeitalter kriegen wir nochmal einen Titel, damit wir hier auch parallel mitleveln können zu allen anderen. Die hatten wir hier in der letzten Folge gefunden, ne? Genau, die war ziemlich, ziemlich stark. Was kann er denn hier? Durch das in der Feuerschalte deckt die Ley-Linien-Ressource auf der Karte auf. Ley-Linien gewähren allen Spezialbezirken einen großen Nachbarschaftsbonus. Was für Linien? Also ich meine, ich habe jetzt noch nicht so mega viel von der Karte aufgedeckt, aber was für Linien? Schalt hier bitte frei. Oh. Das Great Barrier Reef, das gibt natürlich gut Wissenschaft. Ja, mein lieber John Curtin, ich glaube, wir müssen noch mal hier über ein paar Siedlungsprojekte reden. Das ist natürlich. Ich sehe hier halt spontan wieder. Hier würde ich ja eine Stadt sehen, ne? Und hier dann ein Campus. Okay. Was wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, eine Delegation schicken. 25 Gold, die sind gut investiert beim guten John Curtin. Er ist ein Nachbar, wir sollten uns zumindest jetzt gerade erstmal mit ihm gut stellen. Und er nimmt unsere Delegation an. Das gibt uns einen kleinen Freundschaftsbonus. Ich weiß nicht, möchte er vielleicht irgendwie, ich kann ja mal. Nee, 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 es ist er. Die Delegation hat uns einen kleinen Freundschaftsbonus gegeben, aber er möchte uns jetzt nicht direkt umarmen, sag ich mal. Ah, das hier ist halt schon eine gute Position. Okay. Ja, gut, da wir jetzt keinen Titel bekommen haben, ist das hier natürlich auch erstmal irrelevant. Ja, hätten wir jetzt einen Titel bekommen, könnte ich. So zerren niemand. Ach so, stimmt. Sie gibt ja zwei. Wieso macht die Zivilisation das? Okay. 10 von 25. Oh Gott, das schaffen wir gar nicht rechtzeitig. Okay, ich habe Australien gefunden. Ich habe das Great Barrier Reef gefunden. Möchte ich hier noch weiter erkunden? Oder sollte ich jetzt. Ich glaube, ich segel hier einmal so rum. Genau, ich glaube, ich segel hier einmal rum und gucke dann hier weiter. Und mit dem Schiff segel ich dann straight nach hier. Weil mehr wollte ich hier ja eigentlich nicht aufdecken. Jetzt geht es mir vor allen Dingen um Siedlungsplätze. Ja. Okay. Dann wird dieses Schiff jetzt hier Siedlungsplätze für uns abgrasen. Ja, vielleicht könnte ich ihm noch. Ich könnte ihm das Feld vielleicht irgendwie abkaufen oder so. Aber John Curtin ist jetzt nicht so mega krass weit vor uns. Ich mache mir halt nur Sorgen, wir werden halt. Selbst wenn das jetzt noch so 12, 14, wir werden das, glaube ich, nicht hinkriegen. Einfach weil wir auf dieser fucking Insel feststecken. Entdeckt einen zweiten Kontinent, ja. Wird schwierig. Wir können hierhin noch wechseln. Immerhin ist die Musik gut gelaunt, ne? Ja, wir können nicht so mega viel machen. Okay. Ja. Hier eine Stadt drauf würde uns zumindest auch ziemlich krass helfen. Auf dem Kupfer. Ja, mal gucken. Wir gucken mal, was hier so in diesem Bereich liegt. In zwei Runden haben wir den Bergbau. Danach gehen wir recht schnell auf den Campus. Ja, er gibt natürlich jetzt hier schon gut Gas. Wir segeln mal hier oben rum.
Hoffentlich bricht der Vulkan jetzt nicht aus. Das wäre jetzt gerade sehr, sehr ungünstig. Dieses Feld würde ich natürlich auch gern noch sehen. So, in 8 Runden haben wir den 6. Bürger. Das ist gut. Und wir holen uns mal die Bergbautechnologie. Wenn du dich in einem Loch wiederfindest, hör auf zu graben. Das sehe ich übrigens genauso. Ja, ich bekomme das Feld hier leider nicht aufgedeckt. Können wir an einem Stadtschalter irgendwie vorbei? John Curtin mag uns nicht. Geil, das ist natürlich schon mal... Das fängt ja schon mal sensationell an. Okay, 7 Runden, dann haben wir die Schrift. Das holen wir uns. Wir wollen hier einen Campus drauf platzieren. Wie viel Produktion haben wir denn? 5,4. Ja, das ist halt echt scheiße. Aber was willst du machen? Es ist halt gerade nicht wirklich anders machbar. Achso, da ist Australien hier. Ja, moin Freunde, ne? Ah, hier ist halt auch noch was, ne? Okay, wir kommen hier oben vorbei. Ja, mehr Annehmlichkeit. Leute, ich kann es nicht ändern. Die Perlen hier. Die wird er uns halt auch wegsnacken, ne? Hier hätten wir halt Gewürze. Die Perlen könnte ich ihm wegkaufen. Dann müsste ich hier aber sehr, sehr schnell eine zweite Stadt gründen. Ich bin froh, dass es hier nicht so die Barbarenarmee gibt. Hier werde ich mal gerade wechseln. Bei einer Runde müsste ich hier eigentlich noch gerade erforschen. Wenn wir uns mit Banda Brunei verbünden können und die würden die Perlen bewirtschaften, würden wir die halt bekommen. Ja, nicht genügend Annehmlichkeit. Ich weiß, was soll ich denn machen? Ich habe schon Angst, dass hier gleich die Meldung kommt, in 10 Runden ist die Antike vorbei. Bitte was? Ein unbekannter Spieler hat das große Bad gebaut. Ah ja. Das ist ja großartig. Freue ich mich, ja. So, wir segeln mal hier vorbei. Okay. Das ist jetzt, ja. Sind jetzt nicht so die geilsten Felder. Ah, das hier wäre natürlich, wäre die auch schön. Die Startposition ist halt echt mies. Muss man mal sagen. Die ist halt echt mies. Was war das bitte für ein Geräusch? Möchte ich jetzt eher nach hier oben segeln oder möchte ich nach hier segeln? Jede Nation lebt vom Tausch. Gut, hätten wir das geklärt. Wir haben Asien entdeckt. Geil. Das bringt uns halt alles so. Jetzt haben wir die Karte freigeschaltet, ne? Plus 100% Produktion für. Ja, ich mach sie mal rein, weil. Vielleicht erspart uns das eine Runde jetzt fürs Schiff. Ja, ich glaube, wir hätten jetzt noch 2 Runden fürs Schiff gebraucht. Jetzt brauchen wir noch eine. Nächste Runde ist es fertig. Ja, wir kommen hier gut voran bei den Punkten, aber ich fürchte, das werden wir nicht mehr rechtzeitig schaffen. Hier ist ein barbarischer Bär. Wir sind nicht mehr letzter. Er hat 3 Technologien erforscht, wir 4. Okay, das macht mir ein bisschen Hoffnung, muss ich tatsächlich sagen. So, wir erforschen jetzt gerade das hier. Möchte ich das ja eigentlich zuerst haben? Ich möchte eigentlich das hier zuerst haben, ne? Wir switchen hier mal runter. Jetzt können wir uns ja das quasi aussuchen. Hier ist übrigens der neue Bezirk, das Schutzgebiet.
Das Schutzgebiet ist ziemlich geil. Es ist ziemlich OP, jedenfalls wenn man sowas wie Festland, glaube ich, hätte. Im Schutzgebiet kann man nämlich Sachen bauen, die die Geländefelderträge extrem hoch pushen. Was ist das denn hier? Ah, ja. Das ist, glaube ich, Gebäude Nummer 1, was wir darin bauen können. Wo ist denn Gebäude Nummer 2? Ja, das ist ein Wunder. Weiß ich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Okay. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall recht schnell die Unterstützung des guten Pingala. Wir sind gleich bei 6 Bevölkerung. Mit 6 zusätzlicher Wissenschaft würden wir nämlich schon Australien ausstechen. Okay, nächste Runde wird das zweite Schiff fertig. Das heißt, der nächste Heureka-Moment, den holen wir uns mal. Zivilisationen haben neue Technologien und Ausrichtungen. Ja, ich würde mal sagen, wir kommen in ein dunkles Zeitalter. Geil, ne? Das ist ja... Kann man ja mal machen. Ein dunkles Zeitalter. Ja, habe ich mir schon immer gewünscht. So, mein Freund, du blockierst mich hier jetzt, ne? Dann segle ich einfach mal oben lang. Leute, wir haben ein Ziel. Da ist ein kostenloser Siedler. Was geht denn hier ab? Da ist jemand. Das ist ein Stadtstaat, oder? Hi, Hongkong. Moin. Unser benachbarter Stadtstaat hat uns um etwas gebeten. Ja, ja, ich bin logischerweise nicht der Erste, der Hongkong entdeckt hat, aber Hongkong ist ein Produktionsstadtstaat. Barbarenausbruch im Umkreis von 5 Geländefelder zerstören. Ja, wenn ich da hin könnte. Das hier ist interessant. Können wir? Ja, wir können halt noch nicht ins Wasser, ne? Nach der Schrift muss ich sofort das andere erforschen. 36 Runden. Ist scheiße, aber was soll ich machen? Ja, mit dem dunklen Zeitalter müssen wir uns abfinden. Das wird halt jetzt so sein. Ja, 7 Runden für das nächste Schiff. Wir brauchen generell ein Monument. Ach so, das ist für den Helden. Ja, genau, um den Helden zurückzuholen, bräuchten wir ein Monument. So, die Sache ist jetzt. In drei Runden würde ich gerne den Campus hier anfangen zu bauen. In 3 Runden bekommen wir auch den Bonus für das frühe Reich. Ah, die Siedler können halt noch nicht über Wasser. Das ist halt... Oh Mann, ey, die Stadtbösen ist echt so kacke. Wir kommen auf jeden Fall in dunkles Zeitalter. Das werden wir nicht verhindern können. Wir könnten noch einen Handwerker bauen. Wir haben noch hier Liang drin für plus eine Ladung. Wir haben aber auch Annehmlichkeit und vor allem Wohnraumprobleme. Ein Kornspeicher würde da vielleicht echt helfen. Oder wir gehen auf das Monument. Aber wollen wir den Helden jetzt schon rekrutieren? Ich meine, der kann eh noch nicht schwimmen. Also der Held würde uns halt aktuell nichts bringen, weil er kann halt nicht schwimmen. Das ist halt leider die Scheiße. Oder haue ich schon mal den ersten Siedler raus für später. Wobei, dann könnten wir erst den Kornspeicher bauen und dann den Siedler. Weil der Siedler kann halt eh noch nicht schwimmen. Das hier, das ist jetzt halt so verlockend. Ich wäre halt schon fast dafür, den Kornspeicher zu bauen, um unser Wohnraumproblem in den Griff zu bekommen. Aber... Ein Händler, ja, der kann halt eh noch nicht über Wasser. Der bringt uns halt auch nichts. Der Monument. Ja gut, Monument würde uns halt auch plus 2 Kultur bringen. Das würde das halt fast verdoppeln, ne? Haben wir denn aktuell... Also ich meine, wir wollen ja eigentlich die 6 Bevölkerung und dann ist halt erstmal gut für den Bonus. Ich meine, plus 6 Wissenschaft, die wir dann durch Pingala irgendwann bekommen würden. Das
Monument wäre halt schon echt nice. Kann ein Held auch Einheiten quasi einnehmen? Bestimmt, oder? Das würde halt nur 4 Runden dauern. Ich meine, plus 2 Kultur. Wobei, haben wir noch volle Loyalität? Weil wir haben ja minus 1 Annehmlichkeit. Ja, haben wir. Easy. Ja, plus 2 Kultur wäre natürlich, dann würden wir fast doppelt so viel Kultur pro Runde machen. Das wäre schon ziemlich gut. Wie viel Kultur macht er denn? 11. Ach du heilige Scheiße. Ja. Das bringt uns halt alles nur nichts. In 3 Runden werden wir halt eh den Wissenschaftsbezirk bauen. Also wir würden halt, wenn, erstmal was anbauen tatsächlich. Wir würden halt erstmal was anbauen. Bauen wir das Monument später oder kaufen wir das Monument später? Ich würde ja fast schon sagen, wir kaufen das Monument später. Sobald es geht. Ich meine, wir machen plus 7 Gold die Runde. Das darf man nicht unterschätzen. Ich würde sagen, das Monument kaufen wir uns. Wir fangen jetzt 3 Runden an, den Kornspeicher zu bauen. Mit dem Geld holen wir uns das Geländefeld, damit wir den Campus bauen können. Wir fangen den Kornspeicher an. Wir kommen in ein dunkles Zeitalter. Wir werden das nicht verhindern können, leider. Wir hatten halt den Nachteil, keine Bonusdörfer sind hier lootbar, weil wir nicht von der Insel runterkommen. Wir können viel, viel weniger scouten. Wir werden in 9 Runden in ein dunkles Zeitalter kommen. Guten Tag. War das schlau? Das war dumm, was ich gerade gemacht habe. Oder ich hätte das erst im nächsten Zeitalter machen sollen. Oh, die ist auch gar nicht so mega weit vorne tatsächlich. Schwemmland grenzt an diesen. Wie kann das denn hier passieren? Ah, okay. Den Siedler werden wir uns leider abschminken können, es sei denn, die Barbaren lernen ganz spontan dort schwimmen. Wenn die jetzt ins Wasser gehen und wir snacken uns den, wäre das halt göttlich. Das wäre so geil. Dann hätten wir einen Siedler, obwohl wir selber noch gar nicht schwimmen können. Ach ja, die werden sich... Die Barbaren haben sich einen Siedler von Vietnam gesnackt. Das ist natürlich mega lustig. Aber die werden sich den zurückholen, weil er kann halt nicht weg. Jetzt habe ich die ganze Zeit diese Vietnam-Mucke hier. Was? Aha! Die holen sich ihren Siedler nicht zurück! Wie dumm ist die KI, bitte? Wir segeln mal hier rüber. Guck mal, was hier oben noch so ist. Das da könnte vielleicht dann schon Japan sein. Was machen die denn hier bitte? Mich würde ja noch interessieren. Okay. Hätte ja sein können, dass hier vielleicht ein Riff oder so ist, möglicherweise. Ich weiß es ja nicht. So, nächste Runde wird hier groß eingekauft. Ja, das können wir leider auch noch nicht nutzen. Oh! Oh! Ich habe die Delegation ver... Nee, ich habe die Delegation nicht verscheckt. Aber wir werden bei ihr die Delegation nicht machen, weil wir müssen jetzt gerade echt Gold sparen für das Geländefeld hier. Wie viel kostet denn das erste? 60. Das heißt, das wird vielleicht irgendwie 80 oder so kosten. Wir könnten uns mit ihr anfreunden. Das wäre nicht schlecht. Scheiß auf Delegation. Wir machen hier direkt eine Freundschaft erstmal. Hallo. Okay. Wir sind mit Vietnam befreundet. Ja, ein Freund, ein guter Freund. Ich würde erstmal sagen, eine gute neue Technologie holen wir uns jetzt. Mal gucken, ob wir den guten Kublai Khan auch aufdecken können da oben. Ja, wir nehmen die Delegation doch liebend gerne an. Ich kann leider selbst gerade keine schicken. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen knapp bei Kasse.
So, Bonus für das frühe Reich, sehr gut. Das sieht mir nicht sehr japanisch aus hier. Oh, was haben wir hier? Das ist ja interessant. Soll ich hier mal reinsegeln oder soll ich gleich... Ich segel hier mal rein. Hier ein bisschen zu gucken. Ja, 11 Pünktchen fehlen uns noch. Wir werden in 7 Runden aber keine 11 Punkte machen. Das können wir vergessen. Oh, geht. Geht. Okay. Machbar, machbar. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall. Wir müssen 33 Runden. Ah, um Gottes Willen, ey. Lohnt sich das jetzt überhaupt schon, wenn wir das anfangen? 33 Runden. Schaffen wir das überhaupt im nächsten Zeitalter? Lecco mio, ey. Wir brauchen mehr Kultur, damit wir schneller an die Gouverneurstitel kommen, damit wir schneller Pingale haben. Oh Mann, ey. Wie viel kostet das Monument? 240. Das heißt, wir hätten... Das ist hier alles eine Scheiße. Wisst ihr das? Das ist hier alles eine Scheiße. Das Geländefett kostet 90. Ja, wir holen uns so Scheiße das dann für 60. Dann können wir uns das nämlich hier für 90 holen. Okay. Plus 3, plus 1, plus 2, plus 3. Hier würde er nur plus 1 bringen. Ein plus 3 Campus ist ziemlich gut. Wie lange würde er denn dauern? 14 Runden. Ja, der eine Bürger wird dann wahrscheinlich irgendwie... Wir könnten uns doch das Gelände vertun, dann hätten wir plus eine Produktion. Wir platzieren erstmal den Campus und gucken, ob er dann wirklich noch 14 Runden dauert. 16. Ja, weil wir jetzt nämlich eine Produktion weniger haben, dauert er nicht 14 Runden, sondern 16. Wir könnten uns dieses eine Geländefeld kaufen, dann hätten wir wieder eine Produktion. Wie viel wird das Geländefeld kosten? 90 Gold. 90 Gold für 2 Runden Ersparnis. Ist es das wert? Das ist eine sehr gute Frage. Schade, dass wir das hier nicht mehr uns holen können. Aber mal so ganz dumm gefragt, ne? Hier eine Stadt. Und hier ein Campus. Das sieht eigentlich auch ganz nice aus, ne? Hier können wir wieder gründen. Wir brauchen halt auch mehr Kultur, ey. 240. Ha. 16 Runden für einen Campus. Ah, das Leiden des Blub. Ich leide hier echt, ey. Ich leide hier echt absolut. Also die beiden KI-Spieler machen mir Mut, dass wir noch nicht so mega weit hinten sind. Was soll ich hier erforschen, ey? Schnell auf den Hafen gehen? Ich meine, ja, Gold. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss übers Wasser. Ich kann es nicht ändern. Ich muss über das fucking Wasser. Eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch in dieser Folge. Ah. Die holen sich den Siedler halt echt nicht zurück, ne? Wir kaufen uns dann das Monument.
Da ist ein Dorf. Da ist ein Dorf. Wir segeln mal hier an die Küste ran. Okay. Wir segeln mal hier hoch. Okay. Ein bisschen mehr Vision. Wir sind ein bisschen eingequetscht, möchte ich meinen. So, hier werde ich mir mal einen Marker hinsetzen. Ansonsten werde ich vergessen, dass hier ein Dorf ist. was setze ich mir mal hier hin? Ja, hier so ein Dorfmarker, ne? Da ist ein Dorf. Das ist gut. Das ist gut. Das hätte ich gut gebrauchen können. Das hätte ich echt gut gebrauchen können. Schade, dass wir hier kein Dorf gefunden haben. Wobei, hier könnte theoretisch ein Dorf sein, ne? Oder, dass hier kein Dorf drauf ist. Das ist halt... Wie hat er denn hier seine... Ist der doof, Alter? Wieso hat er denn nicht am Great Barrier Reef gegründet? Er hätte übelst viel Nahrung und Wissenschaft. Und könnte sich auch gut Produktion von den Wäldern hier holen. Ah, sorry, die Stadt ist ja mal selten dämlich gegründet. Ja, die haben wir als Sub zu viel. Das ist aber noch alles einholbar tatsächlich. Wir sind halt nicht letzter in Wissenschaft. Das ist halt schon ein bisschen lustig. Okay, ja, in der nächsten Folge bekommen wir ein dunkles Zeitalter. Yay, ich freue mich drauf. Wird richtig geil. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie... Also, wir brauchen den verdammten Schiffsbau. Wir brauchen ihn einfach. Ich weiß nicht, was ich hier anderes sagen soll. Wir haben Australien und Vietnam gefunden. Nächste Folge finden wir vielleicht China und Kublai Khan. Schauen wir mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis dann und ciao.